herzlich willkommen zu diesem Kurzinterview mit Carina. Heute ist der 31.3. Der 31.3. ist ein internationaler Aktionstag und nennt sich Transgender Day of Visibility, was so viel heißt wie Internationaler Tag für die Trans-Sichtbarkeit. Wir konnten zu diesem Interview Carina gewinnen. Carina ist langjährige Werder Bremen-Fanin und auch Mitautorin an einem Buch über Werder Bremen in Zeiten des Nationalsozialismus. Sie wird uns auch einen kurzen Einblick in dieses Buch geben, was bei Bedarf natürlich auch gerne gekauft werden kann. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview. Hallo Carina, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, wer du bist. Ja, moin. Ich bin, du hast es ja schon gesagt, Carina Knapp-Kluge. Bin jetzt mittlerweile 55 Lenze alt und bin geschieden, habe zwei erwachsene Kinder. Habe jetzt vor kurzem, am 23. habe ich sozusagen meinen 11. neuen Geburtstag gefeiert, weil es hat sich was getan in den letzten 12 Jahren. Und jetzt bin ich halt wieder, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt mittlerweile wieder Solo bin. Jetzt bin ich halt Carina, vorher war ich das nicht. Du hast es jetzt schon angesprochen, dass du vorher ein Mann warst, muss man ja einfach so sagen jetzt mal. Ja, das Witzige ist, in der Geburtsurkunde steht was anderes drin. In der Geburtsurkunde steht jetzt drin, dass ich von Anfang an eine Frau war. Das ist immer das Lustige an der ganzen Geschichte. Okay, gut. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, das ist so, wie wenn man den Nachnamen ändert, also bei einer Heirat, dass dann... Wäre ich auch von ausgegangen. Aber du brauchst eine komplett neue Geburtsurkunde, da steht überhaupt nichts mehr drin von deiner alten Existenz, wenn das denn so ist. Und dann sieht natürlich auch anders aus. Also als ich noch ganz klein war, da war das ja noch so ein, was weiß ich, war noch nicht mal DIN-Norm, das war irgendwie so ein kleiner Lappen. Und jetzt hast du echt so ein DIN A4-Dingsbums mit einem fetten Bundesadler drauf. Und da steht eigentlich alles nur so drin, aber keine Silbe davon, dass das früher mal einen anderen Namen. Wie hast du das gemerkt, dass du im falschen Geschlecht bist? Ja, im Grunde war das nie plötzlich, das war immer so ein fortlaufendes Ding eigentlich, von Anfang an quasi, seitdem ich eigentlich merkte, dass es einen Unterschied gab, weil ich merke, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann war das, dann mache ich vielleicht 5 gewesen sein oder 6. Und dann habe ich dann allerdings gemerkt, okay, genau das ist nicht richtig. Dann habe ich aber versucht, das erstmal so zu überspielen, indem ich dann gesagt habe, okay, jetzt macht mal so, was alle von dir erwarten. Das klingt jetzt blöd, aber so selbst diese Überlegung kann man schon als so kleiner Pöks dann auch anstellen. Mhm. Und dann habe ich das dann auch genauso gemacht. Nun kann ich selber überhaupt kein Fußball spielen. Ich bin so unsportlich wie ein Amboss. Aber im Großen und Ganzen habe ich dann gesagt, ja gut, irgendwann, nachdem ich dann meistens beim Fußball immer nur draußen gestanden habe und sowieso zugeguckt habe, auch als aktiver Spieler, habe ich gesagt, zugucken kannst du augenscheinlich sowieso besser, also gehst in die Fanszene. Und das habe ich dann auch gemacht und dann bin ich jetzt seit Mitte der 70er Jahre bin ich jetzt in der Fanszene drin und habe meinen ersten Werder Fanclub 79 gegründet. Okay, noch mit Kutte dann? Und noch fährt mit Kutte, ja. Und dann ist jetzt auch nicht mein erster Werder-Fanclub, das war so ein Kinder-Fanclub, 79, da war ich gerade 12. Und der hielt auch nur ein paar Wochen. Aber dann haben wir ein paar Jahre später, ich habe immer gedacht von wegen, oh, Fanclub, das machen nur die Großen. Und dann kam dann irgendwann einer, der war sogar noch jünger als ich, der kann auch noch nicht zu, wollen wir nicht einen Fanclub gründen? Und dann haben wir dann den ersten richtigen Fanclub gegründet, der kein Kinderfanclub war, den es wohl in Auswüchsen wohl auch heute noch gibt. Die zogen aber dann irgendwann die Kutten aus und wechselten dann zu Jogginghosen und den etwas sportlicheren Klamotten. Und da habe ich dann gesagt, nee, das ist nicht meine Kultur. Ja, dann habe ich den zweiten Fanclub mitgemacht. Also das waren dann die Green White Angels. Da war ich auch ewig lange drin. Den gibt es auch heute noch. Und heute bin ich mittlerweile in 2 Fanclubs gleichzeitig. Das eine sind das die Pharaonen 83. Das ist ein ganzer Oldschool-Fanclub. Und bei den Hotspots, bei den Green Hotspots in Bremen, das ist der Queer-Fanclub, den wir haben. Okay, gut. Schön. Du hast gesagt, du hast also gemerkt, dass es irgendwie nicht stimmt und das war so ein schleichender Prozess bei dir einfach. Wie muss man sich das vorstellen? Wie fällt man so eine Entscheidung, dass man dann plötzlich das Geschlecht wechselt? Das ist so ähnlich wie die Entscheidung, sich einen Fußballverein auszusuchen. Das fällst du nicht selbst, das fällt dann der Körper dann irgendwann für dich selbst. Oder so. Mhm. Bei mir war das dann halt so, ich fing dann irgendwann an, aus allen Ecken und Kanten dann irgendwie zu pfeifen. Also mit anderen Worten, ich war hier krank, ich war da krank, alles hatte irgendwie was.
Zipperlein hier, Zipperlein da. Und die haben mich echt von Pontius bis Pilatus geschickt. Das Einzige, wo ich noch nicht war, das war damals mein Tierarzt. Aber ansonsten haben sie dann gesagt, nee, das geht so nicht. Und dann hat dann irgendeiner mal gefragt, oder bedrückt dich irgendwas? Ja, und da habe ich dann die Schleusentore aufgemacht und habe dann einfach gesagt, ja, das und das und das und das. Und dann, das wäre eine Erklärung, ne? Psychosomatisch und so. Und naja, und dann haben wir das dann losgemacht und ja, dann haben sie mich dann auch noch auf eine Reha geschickt, wo sie das dann ganz großartig rausfinden sollten, ob das denn jetzt tatsächlich an dem ist oder ob ich mir nur was einbilde. Ja, die sagten dann auch, nö, ist wohl so. So richtig feststellen können die das ja auch nicht. Ja. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, oder ich habe natürlich dann auch zu Hause dann auch immer erzählt, so stehen jetzt gerade die Aktien. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meinen Auszug vorbereitet, weil das war von vornherein klar. Meine Ex hatte dann gesagt, von wegen, nö, wenn das durchbricht, dann nicht mit mir. Ja. Und deine Kinder, stehen die zu dir noch? Schwieriges Thema. Ja, im ersten Moment haben sie natürlich gesagt, ja klar, alles überhaupt kein Akt, aber es ist doch schon irgendwas dazwischen, was nicht aufzubröseln geht, und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Also, wir haben zwar Kontakt, aber der ist nicht so, wie ich ihn mir vorstellen möchte. Ja, also da hoffe ich, dass es sich mal bessert für dich. Nachdem du dann diese Entscheidung für dich getroffen gehabt hast, hast du ja nämlich an erster die körperliche Umwandlung vollziehen müssen, bevor du auch den Namen ändern konntest, oder bin ich da verkehrt informiert? Umgekehrt. Genau umgekehrt. Okay. Erst wenn du diese Gutachten hast, du brauchst ja zwei voneinander unabhängig gestellte Gutachten, dass du tatsächlich transident bist. Und dann kannst du damit dann zum Standesamt gehen, die neue Geburtsurkunde ausstellen lassen. Das heißt, dafür muss ich dann in meine Geburtsstadt Bremerhaven fahren. Ich wohne ja mittlerweile in Bremen, auch schon seit ewigen Zeiten. Und mit dem Ding ging ich dann in Bremen dann zum Amtsgericht und habe dann gesagt, so, liebe Leute, so sieht's aus, mach. Klingt jetzt kürzer, als es ist. Das war schon ewig lange und 3 Tage. Und dann, kriegten die dann die beiden Gutachten dann vorgelegt beim Amtsgericht. Und daraufhin haben die dann gesagt, ja, okay, Stempel drauf, fertig, aus die Maus. Danach ging es dann eigentlich, das war dann auch eigentlich der Startschuss, an dem es dann losging mit der Hormonbehandlung. Diese zwei Gutachten, die du angesprochen hast, die machen ja Psychologe. Ist das nicht ziemlich demütigend für jemanden, dass im Grunde jemand Fremdes darüber entscheiden muss, wie ich in Zukunft weiterleben darf? Oder ist das mehr so wie eine Führerscheinprüfung? Ich kann mich darauf irgendwie vorbereiten und dann wird man das Ding schon schauen. Also letzteres ist es mit Sicherheit nicht. Es ist schon eine Sache, wo du dann, ja, ne, du musst natürlich aus deinem Innersten dann erzählen. Sachen, die du sonst noch nie jemandem erzählt hast, schon gar nicht der Familie oder der Partnerin. Und da gehst du natürlich dann ans Eingemachte. Und das ist, insofern ist das natürlich schon einigermaßen, ich möchte mal antworten, ja und nein. Es ist natürlich eine ganz schön fiese Sache, sowas dann erstmal aus sich heraus erzählen zu müssen. Andererseits ist es natürlich eine Befreiung, und gerade weil es eine fremde Person ist, ist es zum Teil deswegen auch viel einfacher. Mhm. Also sowas einer vertrauten Person zu erzählen, da druckst du dann schon eher rum. Also ich habe es zumindest eher so erlebt. Das muss nicht so überall sein, aber da ich ja gerade aus dem Fußballkontext komme, da habe ich ja ewig lange gedacht, das wäre ein No-Go. Mhm. Wenn du in der Fußballszene mit der Geschichte auftauchst, dann kannst du eigentlich gleich die Stadt wechseln, zumal ich damals auch schon nicht ganz unbekannt war in der Szene. Dann wirst du natürlich auf der Straße dann auch permanent erkannt und so. Und dann habe ich gedacht, das kannst du haken. Also wenn du das machst, dann kannst du Werder vergessen. War aber nicht so. Ich habe das dann irgendwie, habe dann 3, 4 befreundete Fanclubs, habe ich dann irgendwie beim Fanprojekt und in den Ostkurvensaal rein zusammengeholt, habe gesagt, ey, ich muss euch mal was sagen. Und dann so, ja, geile Sache. Erstmal natürlich alle so, boop. Und dann aber so, ja, Schulterklopf und so, das ging mir schon alles hin und so. War also einfacher, als ich mir das letztendlich dann gedacht hatte. Ich hatte allein jetzt mit, im Vorfeld habe ich das mit unserem Presi, alte Fanclubs haben ja noch sowas. Ja. Hatte ich das dann noch dann irgendwie bekackelt, und den hatte ich ratzfatz auf meiner Seite, hat gesagt, kein Thema, das regeln wir. Und wenn was ist, dann bin ich auch noch da. Habe ich nicht gebraucht, aber es war schon ganz gut, zumindest einen dann im Background zu wissen, der dann sagte von wegen so, ey, halblang und so, hier ist eine wichtige Story, und da wird nicht drüber gelacht oder so. Passierte natürlich, wurde auch gelacht.
Habe ich aber auch mit gerechnet. Allerdings wurde das nicht bei allen. Es gab nur so einige wenige, die haben das dann gemerkt und die haben dann auch, die kamen dann auch immer mit irgendwelchen Sprüchen an oder so. Aber und dann sogar mit dem Gipfelspruch von wegen, ja, das sind so Sprüche, die musst du dir jetzt gefallen lassen. Na gut, das ist natürlich übel. Das ja, gut, habe ich aber auch nicht ernst genommen. Ich sage, ich muss mir gar nichts gefallen lassen. Ich will ja auch nicht über deine Dödel lenken oder so. Also von daher ist alles egal. Wenn man dich jetzt suchen wird unter deinem alten Namen, wird man dich dann irgendwie noch finden oder bist du irgendwann einfach, sage ich jetzt mal so salopp, gestorben und dann wieder auferstanden als jemand anderes? Nein, also es gibt natürlich auch ein Leben vor Carina. Ja. Gar keine Frage. Und als solche war ich dann auch, wie gesagt, vorher auch schon in der Fanszene ziemlich aktiv. Da habe ich natürlich auch Spuren hinterlassen, die findet man auch heute noch. Werden allerdings weniger. Mittlerweile gibt es doch mehr Einträge auch bei Google irgendwie zu Carina. Aber ansonsten ist es ja schon so, dass das eben nicht weg ist. Ne? Und das finde ich auch falsch. Also ich habe kein Problem, im Gegensatz zu einigen anderen, die ich kenne, die in dieser Situation sind, die dann, was weiß ich, alles, was alt war, dann auf einmal negieren und rausreißen aus dem Fotoalbum und sonst was. Also die ganze alte Existenz gar nicht mehr da. Und das mache ich nicht. Weil ich war das 43 Jahre lang und da gibt es nichts, wofür ich mich schämen müsste. Genauso wenig, wie ich mich jetzt dafür zu schämen habe, dass ich jetzt ich bin. Das Schöne war dann, dass ich dann auch von den Green Hotspots dann irgendwann quasi Shanghai wurde, weil die haben gesagt von wegen, hey, das wäre doch mal ein Thema, willst du das nicht bei unserem Rat- und Tatcenter und in unserem Queer-Fan-Club dann eben auch noch mal erzählen, wie dir das so geht und so. Und dann bin ich eben dazu auch gekommen und mittlerweile sind wir dann auch, haben wir eine internationale Gruppierung, von der du hier vielleicht auch schon gehört hast, diese Queer Football Fans Europe. Die ja auch den Kontakt vermittelt habe zu dir. Ja, und da, ach ja, klar, logisch, darüber kann das. Und da bin ich jetzt halt auch Mitglied und irgendwie ist meine Meinung da auch gefragt. Ich frage mich so, warum, weil so viel Atemberaubendes habe ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Aber da bin ich halt auch drin. Und wir versuchen natürlich alles Mögliche, um jetzt international auch da einen Fuß in die Tür zu kriegen für die komplette Queer-Szene. Du hast, ich habe sehr gerade bei der Recherche, du hast ein Buch mitgeschrieben, also als Mitautor oder über die Mitautorin, die, wenn du vielleicht einfach mal zu dem Buch irgendwas sagst, um was es da geht. Und das ist das Büchlein. Jetzt sehe ich, das ist natürlich jetzt spiegelverkehrt, klar, Kamera. Passt schon. Das heißt Werder Nationalsozialismus, das sind die Lebensgeschichten jüdischer Vereinsmitglieder. Wir hatten hier, ähnlich wie es in München mit Landauer war, hatten wir auch einen Vereinspräsidenten jüdischen Glaubens, der das erste Mal, glaube ich, in den 1920er Jahren eben Werder-Präsident wurde und dann nochmal bis 1933 oder 1931, bevor er dann nahegelegt bekam, gar nicht mal nur aus Vereinssicht, sondern auch durchaus von seinem üblichen Standing, was er in der Stadt hatte, dass er als Jude doch wohl ein kleines Problem bekommen könnte, wenn er dann weiter das machen würde. Also ist der dann emigriert und kam dann nach dem Krieg aber sofort wieder und hatte dann wurde dann auch gleich wieder Präsident durfte dann zum Glück noch miterleben, wie Werder das erste Mal 1965 deutscher Meister wurde, bevor er dann 1967 gestorben war. Und da gab es jetzt einige Sachen, die ihn in Misskredit brachten. Das jetzt weiter auszubreiten, das würde ich hier zu weit führen. Aber ich sag mal, wir konnten das Ganze dann widerlegen, indem wir das Ganze jetzt nochmal komplett auf Herz und Nieren überprüft hatten. Und die Vorwürfe, die da gegen ihn erhoben wurden, da ging es um Kollaboration mit den Nazis und so, konnten wir widerlegen. Und bei der Gelegenheit, es gab nämlich zu dieser Geschichte, gab es nämlich schon mal eine Broschüre vor 3 Jahren, 4 Jahren, die hatte das Fanprojekt rausgebracht, war ich auch drin, hat mir leider passen müssen gesundheitlich. Da wurde dann zumindest von Alfred Ries, das ist der Präsident, eben dessen Geschichte dann nochmal beleuchtet. Und uns war eigentlich klar, dass die Geschichte damit noch lange nicht auserzählt ist. Erstmal nicht im Umfang einer Broschüre, die vielleicht 20 Seiten oder 24 Seiten hatte, sondern da brauchte es schon was anderes. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns auch der übrigen bekannten jüdischen Mitglieder von Werder an aus der Zeit. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe mich dann den
Vorgänger von Rudi Assauer im Amt des Geschäftsführers nannte sich das. Im Grunde war er der erste Manager in einer Bundesliga bei Werder. Hansi Wolf gewidmet, der galt nach Nazi-Sprech als Halbjude. Und hat dann, ja, und dessen Geschichte habe ich halt auch nochmal beleuchtet und dann in dem Buch wiedergegeben. Ist eine der kürzeren Storys in dem Buch. Es gibt andere, die sind wesentlich länger. Und in dem Buch geht es dann quasi um alle jüdische Personen, die zu der Zeit bei Werder waren? Wenn es sich um assimilierte Juden gehandelt hat, dann ist es natürlich schwierig, dann überhaupt an Informationen ranzukommen, dass sie welche gewesen sind. Insofern können wir nie sagen, ob es nicht wesentlich mehr gegeben hat, oder was heißt mehr, wesentlich gar nicht, aber ob es nicht mehr jüdische oder wie auch immer halbjüdische Mitglieder bei Werder gegeben hat in der Zeit. Wir haben alle zumindest bearbeitet und beackert, derer wir habhaft haben werden können. Und das sind durchaus keine, nicht immer nur Prominente gewesen. Die meisten waren eigentlich ganz normale Mitglieder. Also es gibt eine Geschichte über einen Schiedsrichter, der Werders reinstand, von dem es ganz wenig nur gab. Es gab noch nicht mal ein Foto, was wir hatten. Und dann gab es eine komplette Familie, die wohnte genau gegenüber vom Weserstadion. Die hatten eigentlich einen Verlag für Postkarten. Von daher gibt es von denen, das war ein Vater und seine drei Söhne, von denen gibt es überhaupt keine Fotos, aber jede Menge Postkarten mit der Hansestadt Bremen drauf. Die sind dann halt in diesem Buch dann mangels irgendwelcher persönlichen Fotos sind ein paar dann darauf vermittelt. Aber ja, wie gesagt, das ist eine Story, die im Grunde nie zu Ende geschrieben wird. Das Problem ist, es ist ja keiner mehr da. Und mittlerweile, also die meisten von denen oder viele von denen haben auch die Shoah überlebt. Und ja, dann gibt es aber letztendlich auch kaum noch Leute, die als Zeitzeugen dafür in Frage kommen. Ja, klar. Und solange das so ist, müssen wir natürlich alle, und das gilt ja bundesweit oder weltweit, müssen wir alle dafür sorgen, dass wir diese Erinnerungen irgendwie hochhalten, bevor überhaupt keiner mehr da ist, dann auch zu diesem Thema irgendwas sagen kann. Das ist richtig. Ich denke auch, dass man aus der Vergangenheit immer wieder viel lernen kann, wenn man bewusst damit umgeht. Absolut. Und sich dessen bewusst wird. Es ist dringender nötig denn je. Wir sehen es ja jetzt, was wieder passiert in der Ukraine. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal für das kurze Interview von dir und auch diese kurze Buchvorstellung, kann man ja quasi so sagen. Ich glaube, die war ein bisschen länger als die eigentliche Thematik, oder? Aber ich, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, auch zu dem sehr persönlichen Thema in deinem Bezug jetzt natürlich, klar. Es gab uns mit Sicherheit und auch der anderen mal einfach einen Einblick und ja. Vielleicht noch so als Message, so für alle, so, also es bringt nichts, sowas dann zurückzuhalten, wenn ihr irgendwelche Gefühle habt, die vielleicht nicht gerade Mainstream sind. Macht das für euch auch öffentlich. Ihr tut euch damit keinen Gefallen, wenn ihr das Jahr rauszögert. Also ich habe 43 Jahre damit gewartet und ich habe viele, viele Jahre verschenkt. Das hätten wir alles viel früher machen können. Und dann ist es auch egal, ob die Szene sowas von tough ist oder nicht. Gerade bei der Fanszene, aus der ich ja noch komme, die war ja nun doch nur noch ein bisschen mehr auf dieses ganze Männerbild getrimmt als heute. Und selbst dann, ne? Also steht dazu, was ihr seid, und dann lebt das aus. Also, ich glaube, die Fanszene nimmt das auch auf mittlerweile. Also ich glaube, so für sind die meisten Szene mittlerweile. Ja, sicher, klar. Ich meine, da kann man froh sein, dass es die Jungen heutzutage gibt, ne? Und die Ultras. Ja. Also, dass die sowas dann auch auffassen. Und genau daraus rekrutiert sich dann ja auch das Interesse an solchen Thematiken, die jetzt im Buch auftauchen. Nur, wie gesagt, das war ja vorher alles überhaupt nicht denkbar. Ne? Ja. Also damals gab es ja nach wie vor immer diese ganzen Dschungelaffengeräusche aus den Kurven. Und es gab natürlich auch, kenne ich aus der ganzen Bundesliga, diese ganzen Aufnäher, wo sich dann über Schwule lustig gemacht wurde oder so. Ist eine Sache, die jetzt absolut nicht mehr geht. Absolut. Deswegen sitze ich jetzt auch in der Awareness-Gruppe, die es bei Werder gibt, die dann eben Leuten zur Verfügung stellt, die sexuelle Übergriffe im Stadion oder auf dem Weg dahin oder nach vorne oder in den Kneipen oder überhaupt im Fußballfeld haben, die können sich dann an uns wenden und wir gehen dieser Sache dann nach oder haben einfach nur ein offenes Ohr für die. Und wenn dann irgendwie was ist, was mit Strafverfolgung oder mit Sanis zu tun hat, dann leiten wir das eben weiter. Aber ganz grundsätzlich sind wir erstmal nur, ich sag mal, ein Kummerkasten für Leute, die sich da irgendwie angegriffen fühlen. Gut, aber auch die Funktion ist einfach wichtig, dass man als Ansprechpartner einfach da ist.